So, hallo Dirk. Und hallo alle anderen im Chat schon, die schon da sind. Jetzt müssen wir hier noch mich kurz richten. Ich bin jetzt warm eingepackt in Zayos Jacke. Eine regenbogenfarbene Glitzermeerjungfrauenflossendecke. Und es kann losgehen. So. Ah. Wenn man erstmal, wirklich, ohne Witz, erstmal zu früh dran ist, ne, und sich denkt, oh, ich habe ja noch ein paar Minuten, dann auf Twitter versumpft, dann 2 Minuten vor Beginn merkt, dass man ja eigentlich schon längst den Starting Screen hätte raushauen sollen und dann noch das falsche Spiel startet. That's why ich mir eine Cola geholt habe, jetzt erstmal, weil anscheinend bin ich doch noch nicht richtig wach. Ah. Hallo Otterchen, willkommen. Ja, hier ist voll kalt. Der Raum ist einfach zu groß, um ordentlich geheizt zu werden. Ich frage mich halt immer, wie die Vorbesitzer von dem Haus halt die Winter so überstanden haben. So, erstmal hier, ne? Ich habe mich heute was gefragt. Ich könnte es auch ausprobieren, aber irgendwie möchte ich es heute nicht ausprobieren. Wie würde es schmecken, wenn man Cola mit Rotwein mischt? Und ist das überhaupt so eine gute Idee, Alkohol und Koffein zu mischen? Flüssig. Der Rotwein ist aber, to be honest, aber auch schon seit 1,5 Monaten offen. Oh, wow, Otterchen, wow. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was diese Phase ist. Hier, ihr Karotten. Brav. Brav, brav, brav. Der erste Wintertag, ne? Die haben noch ein Feld nicht angekackert. Da fehlt Kacke und Karotte und da fehlt Kacke und Karotte. Aber irgendwie haben wir keine Kacke mehr. Ich hatte genügend Kacke gekauft. Zumindest könnte ich schwören, ich hätte genügend Kacke gekauft. Finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Auf die 2 Felder kommt es echt auch nicht mehr an. Obwohl, das sieht aus. Ist da schon Kacke drauf? Nee. Ganz kurz mal in das Rohstofflager. Was rennt denn der PC heute so? Was los? So flüssig alles. Fühlt sich ganz komisch an. Nix gemacht? Was haben wir denn? Quest offen. Achso, der ist noch kalt. Ja. So. Wir brauchen einen Erben. Den kriegen wir. Wir brauchen noch ein paar Punkte, die kriegen wir auch irgendwie. Da, I don't know. Ach so. Questtexte lesen. Honika, Irmina und Rolnika. Hornika. Da. Ernsthaft? Also das ist ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen unkreativ. Branika und Baranika. To be honest? Also wir müssen dahin, dahin und dahin. Junge. Das ist nicht wenig.
Wir werden eine ganze Weile nicht da sein. Wir werden einfach eine ganze Weile... Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben... Also ich weiß nicht, was unter beeilen versteht, aber... Wir haben noch 13 Gebäudeplätze frei. Ich bin versucht, wirklich. Wir haben zu wenig Dünger. Ich bin wirklich versucht, erstmal ein bisschen Dorf zu bauen und dann kann man da immer noch... Ja, das ist ja okay. Hatten wir echt zu wenig Dünger? Ha. Okay. Ansonsten, wir müssen noch Wölfe jagen. Ja, und da halt den Recurved-Bogen, aber das ist ja lieber den hier. Das wird, ja, das schaffen wir nicht. Aber 250 Crafting-Punkte, das wäre schon, ne? Kümmern wir uns erstmal um die Wölfe. Wir könnten ja... Das ist alles so weit weg. Was können wir denn noch bauen? Das haben wir jetzt erst gebaut, ne? Was haben wir denn für Leute? Feldarbeiter. Die könnten auch hier craften. Das ist auch so ein Diplomat eher. Die könnte man craften, aber auch jagen und sammeln schicken. Holzschuppen 2 wäre halt super. Können eine Fischerhütte bauen. Und einen Hühnerstall. Und eine Taverne. Ich würde mal sagen, wir bauen 2 Wohnhäuser. Dann haben wir schon mal Platz für noch mehr Leute. Und gucken dann, dass wir Taverne, Hühnerstall und Co. bauen. Fischerhütte vor allem auch. Mehr Fleisch und also mehr Fisch und ne? Essen mal kochen hier. Nicht immer nur roh genießen. Ich frage mich nur gerade, warum da stand 40 Holz. Wo haben wir denn 40 Holz? Eieiei, ist das hell. Musik? Oh, ist das still. Diese Ruhe. Seltsam. So. Das passt ja halt auch nirgends an den Rand, ne? Wenn das so unten gut geklappt hat, dachte ich so, hier oben ist ja kaum mehr Steigung. Müssen wir hier unten ein bisschen was zubauen. Wo ist jetzt der Eingang von der Hütte? Hier müsste Eingang sein, ne? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich tu nochmal neu auswählen. Wo ist denn der Weg?
Hier ist der Weg. Genauso gut hier und dann da einen Weg dran vorbeiziehen lassen. So. Hoch. Ja, ne? Bauen wir auf jeden Fall erstmal. Bevor wir auf Reisen gehen, uns neue Leute anlachen und keine Häuser dafür haben. Hoch? Nein! Ich wechsle immer F und E. Furchtbar. So, Inventar, das wieder ausrüsten. Ich habe fast versucht, noch eine Holzfällerhütte zu bauen. Und eh später richtig, richtig viel Holz zum Heizen. Zweierskill, Zweierskill. Also die Person hier, die Erika, die wäre doch in der Holzfällerhütte. Ah, nee, warte mal, hier eins. Nee. Okay, nee, die wären alle nicht besonders glücklich. Im Vergleich zu ihrem jetzigen Job. Dann lassen wir das. Hat jemand keine Stöcke mehr. Und kein Hammer. Hm. Mäh. Erstmal ein paar Stöcke sammeln, ne? Damals war halt ruhig, ne? Damals war halt einfach noch nichts los. Wird erst laut, wenn die Frau in den Wehen liegt, nahe. Weil ich mir echt nicht sicher bin, ob die jetzt schwanger ist oder nicht. Gab es damals nicht schon irgendwelche Frösche, auf die man drauf pinkeln konnte? Um das rauszufinden. So, zwei Rundholz brauchen wir noch. Das ist echt nicht viel. Aber noch jede Menge Stock. Kleinen Dinger dann auch zum Teil drei Stöcke geben. Dirk, wenn das danach ginge, dann hätte ich schon 10. Jedes Mal, wenn das der Fall wäre, schwanger rufen würde, dann. Sei froh. Ich hatte erst letzte Schrägstrich diese Woche meinen Spaß damit. Hm. Fehlt immer noch eins. Farmt schneller! Das ist kein Vergnügen, sag ich dir. Das, vor allem,
so ein Zyklus, der kann wirklich 10 Jahre gleich ablaufen, ne? Auf einmal ist es komplett anders da und man denkt sich nur so, the fuck, ja? Baby an Bord, aber nee, nee, ist nicht. Ist einfach mal halt komplett anders da, aber... Grundlos. Einfach grundlos. So. Was hat er denn heute für einen Ausdauerverbrauch, meine Herren hier? Ich habe das Gefühl, je älter man wird in dem Spiel, desto weniger hält man aus hier. Eieiei. Die restlichen Stöcke kann ich ja schon mal hier reinballern. So, der braucht nur noch ein Rundholz. Naja, anscheinend gibt es das Baby nicht doch nur einfach vom... Ja, machen wir mal, ne? Okay. Gehört doch anscheinend mehr dazu. In der Theorie. Mein Handy vibriert und ich weiß nicht warum, weil mir nicht angezeigt wird, warum es vibriert. Ich bin sehr verwirrt, es zeigt nichts an, aber es vibriert. Hä? Hä? Was war das? Hat mich jemand versucht anzurufen in der Theorie? Keine Anrufe in Abwesenheit. Hä? Hattest du heute auch? Echt jetzt? Hat dein Handy heute auch vibriert und es war nichts? Was war das? Weird stuff is happening. Ist das dieses neue Feature von der Corona-App, von der wir alle reden? So ein Testalarm oder was? I don't know. Das hat es jetzt zum ersten Mal gemacht. Die will wissen, wo wir sind. Ja, dann ruft. Wieso rufen sie dann auf dem Handy an? Beziehungsweise, so ist ja kein Anruf. Es war ja nichts. So, Haus fertig. So, ich hole noch ein paar Äste. Oh. Jetzt ruft doch jemand an. Lol. Da muss ich mal eben kurz dran gehen, Moment.
So, wieder da. Ah, Babyotterchen. Auch wenn sich manche Leute einfach streiten wollen. So. Ich mach jetzt mal Folgendes. Nachdem das Handy ja so unzuverlässig ist mit Aus- und Ansein, mach ich es einfach ganz aus, damit mir keiner mehr auf den Sach geht heute. Los, geh aus. Wir haben einen Skillpunkt bekommen. Ah, so überleben. Was haben wir denn da Feines? Temperaturtoleranz, Widerstandsfähigkeit. Ach, brauchen wir davon irgendwas? Weniger Schaden? Lieber schneller Punkte sammeln. So. Man immer und immer und immer wieder über dieselbe Sache diskutieren muss. Mit Leuten, mit denen man sich schon längst einig ist. Und man hat schon den gemeinsamen Nenner gefunden und das wird alles weiter diskutiert. Ah! Würde mich wahnsinnig. Könnte ich wirklich wahnsinnig werden bei. Jetzt machen wir gleich mal ein paar Suppen. Wir brauchen immerhin auch Geld dann für die Hühner. Brauchen wir ja Kohl und Fleisch. Haben wir ja gelernt. Okay, dann machen wir erst die Suppen. So. Ich weiß nicht, ob das die Qualität des Fleisches einen Einfluss hat auf die Qualität der Suppe. Das ist jetzt 40 Fleisch. Können wir nochmal. Ah. Wollen ja auch welche verkaufen. Ich weiß, wir werden da jetzt gleich ewig stehen. Aber es ist mir jetzt erstmal wurscht. Oh, wir haben kein Brennholz mehr. Das hat auch noch eine Nachtzeit. Wir werden ja nicht gleich sterben. Wie ist denn denen ihr Befinden so? Ja, 20%. Schon. Ist das unser Haus überhaupt? Ich glaube ja, ne? Ja, da ist eine Frau. Die gehört uns. Kessel, da muss ich hin. Hm? Achso, Salzfleisch kann man auch nehmen dafür. So, machen wir mal Süppchen. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ich schreibe dir mal ganz kurz jemanden zurück. Stuff, ey. Ich war halt so müde den ganzen Tag über. Tayo hat so hart geschnarcht.
Dann hatte ich mich hingelegt. Beziehungsweise dann habe ich ein Paket erwartet. Als dann klar war, dass das Paket nicht kommt, habe ich mich hingelegt. 5 Minuten, nachdem ich mich hingelegt habe, kam unerwartet ein anderes Paket, das noch gar nicht als versendet markiert ist. Dann habe ich das entgegengenommen. Dann musste das natürlich, was da drin ist, erstmal ausprobiert werden. Nicht auf mein Drängen hin. Ich hätte mich ruhig nochmal hingelegt. Und dann hatte ich nochmal eine halbe Stunde, mich hinzulegen. Und dann hat mein Wecker anscheinend geklingelt und irgendwann meinte das Kind so, ich habe deinen Wecker ausgemacht. Ich denke mir so, what the fuck, wie viel Uhr ist es? Ich muss doch arbeiten. Aber es war doch nicht so spät. Es war noch genügend Zeit, dass ich mir nochmal so einen 20-Minuten-Timer machen konnte. Aufgestanden, Surface angemacht. Und dann nochmal kurz sich selber ins Gesicht gehauen. Und dann ging das. Aber jetzt, oh boah. Jetzt kommt wieder die Müdigkeit. Schlimm, schlimm. Nee, das ist nicht das Stream. Also, mir geht's aktuell besser als den Rest des Tages über gerade. Aber jetzt, wo ich gerade gegessen habe, nein, ihr seid nicht so langweilig. Aber ich habe jetzt einen vollen Magen. Und dann ist es schon eher so. Dann würde man sich auch gerne erstmal nochmal hinlegen. Aber so ist das halt. Ach, ich war übrigens heute wieder relativ spät dran mit Essen. Und dachte wieder so, boah, das passt wieder nicht. Heute muss ich doch verschieben. Aber ich war wieder 10 Minuten zu früh fertig. Also was heißt zu früh? Ne, so, dass ich nochmal gute 10 Minuten hatte, was zu machen. Zum Beispiel auf Twitter zu versumpfen. Ja, also die Zeiten passen tatsächlich. Die Streamzeiten passen einfach. Überlege ich wegen morgen, ob ich, ich habe eigentlich für morgen angedacht 22 Uhr. Aber ich könnte auch die Frühschicht morgen machen. Zayo ist zu Hause. Dass ich von 17 Uhr bis Otterchen streamt. Einfach ein bisschen Rechner schraube. Und wir könnten dann später am Abend natürlich dann auch nochmal Thief Simulator spielen. Ja. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Was ein Glück, Woche fast rum. Wird aber auch Zeit, ne? Jagd nach deinem Score. Boah, ich glaube, das gebe ich auf. So nah wir beim Top-Rechner bauen beieinander lagen. Ich glaube, so fies wird es auseinanderlaufen beim nach unten hin. Mir will das einfach nicht in den Kopf, dass der i7 schlechtere Werte mit 50 MHz produziert als der Ryzen 3. Das ist zu viel für mich. Das ist einfach zu viel für mich. Ich könnte mein altes Board in mein altes Gehäuse bauen und dann könnten wir mal gucken, was wir da von Wert rauskriegen. Aber nee, ich habe keinen RAM mehr dafür. Wobei, das ist, glaube ich, DDR2. Und hier auf dem Küchentisch fliegt gerade noch ein DDR2-Riegel rum, weil wir den irgendwo rausgerissen haben, um zu gucken, ob das ein DDR3 ist. Und potenziell in meinen aktuellen Rechner einfach mal reinzustecken, aber hat nicht gepasst. Ich wollte es jetzt auch nicht so machen wie die Kunden im PC-Building-Simulator, die dann den RAM einfach reinrammen. Der ist zum Glück nicht auf meinem Mist gewachsen, deswegen muss ich mich nicht schämen. Ah.
Eieiei. Ich habe überlegt, aber das müssen wir mal gucken. Vielleicht. Ich habe ganz, ganz, ganz früher, das ist schon ewig her, habe ich ja ein Let's Play zu Euro Truck Simulator 2 gemacht. Heute festgestellt, mit einem sehr interessanten Geräusch, wie das Otterchen bezeugen kann, dass ich American Truck Simulator habe. Ich weiß nicht warum und woher, aber ich habe ihn. Ob wir vielleicht auch mal irgendwann Euro Truck oder American Truck Simulator spielen, jetzt wo ich mein Lenkrad ja wieder zurückbekommen kann, weil Zayo ja Neues hat. Das war nämlich auch immer sehr amüsant. Ich bin nämlich da zwar immer gerne mal daneben, aber das ist ja... Ne? Ach, unsere Suppen sind fertig. Wie fein. Was ist denn so eine Suppe wert? Warte mal, Inventar da. 40. Da kriegen wir ungefähr etwas mehr als 10 Münzen für pro Suppe. Ach ja, ach ja. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich doch sehen lassen. Wirklich. Essen wir mal das gebratene Fleisch auf. Das muss ja auch weg, ne? So, legen wir uns mal schlafen. Guck mal, es hat ja nicht so viel gemacht, wie ich befürchtet hatte. Ach je. Wir sind etwas überfüllt. Wir können noch ein paar Kohle zurückbringen. Kohle, Kohle, Kohle. Aber die Art von Kohle nicht, ne? Bobs Geschwindigkeit. So. Und nu? Ist das jetzt fertig? Nee. Den fehlt immer noch Kacker. Sollen wir denen die zwei Kacker noch mitbringen? Wenn wir eh im Dorf sind. So. Der kann weg. Noch Stöcke und Stroh, jede Menge, die noch verbaut werden kann. Aber wir brauchen natürlich... wenn ich jetzt da natürlich die Suppe reinballer... dann kriegen wir die nicht verkauft. Wir hechten erstmal nach da hinten. Das ist schön im Winter, wenn man einfach das Dorf von hier aus sehen kann. Dann kommt einem das gar nicht mehr so weit vor, ne? Lass mal die Suppe verticken. Und die Wölfe jagen. Wir haben die Wölfe noch nicht gejagt. Vielleicht tue ich auf dem Weg einen Baum ummachen. Bring ein bisschen Feuerholz mit. Nicht die Welt. So, ein Haus haben wir fertig. Es wäre ganz geil, wenn ich noch irgendwie eine Person kriege, die gerne Holz macht. In die Grabungshütte. Wie viele Menschen passen in die Grabungshütte? Auch nur einer. Euch ist keiner ein Verkäufer. Unten. Was ist dein... Ja. Was ist deine Mission, Mädchen? Level 2. Er hier, ne? So, hast du Zeit? Oh, der mag kein Wetter. Ach nö, 69? Sein Ernst? Level 2. 3 in Feldarbeit. 3 in Crafting. Komm, dich können wir auch noch gebrauchen. Oh, die will ja nicht mal über den Adling reden. Das Huhn fliegt, I guess. Können wir auch gleich mal gucken, was die Hühner kosten.
Immerhin wollen wir ja welche haben. Waren das nicht mal zwei Händler? Mit wem redest du eigentlich? Gotthard. So, ich habe hier schöne Suppe. Da. 14, das ist ja fantastisch. Guck mal, 1148 und wir haben noch Geld. So. Das ist ja toll. Er hat nicht mal genügend Geld, um uns alles abzukaufen. Lol. Der Mann ist offiziell pleite. Einfach mal das Dorf leer, ne? Leer geräumt, geldtechnisch. Das ist ja klasse. Armer Mann, ja. Ja, wer kennt's nicht von diversen Spielen, ne? Also ich sag mal Skyrim. Da hat man die erstmal leer gehandelt. Dann hat man den Skill gewählt, dass man die Händler halt aufwerten kann, indem man ihnen einfach Geld gibt. Dann hat man sie wieder leer gehandelt. Nur so lange, bis es nicht mehr weiterging. So, ich nehme mal einen Baum für Feuerholz mit. Obwohl die tatsächlich gerade am Heizen sind. Aber ich befürchte, die heizen gerade mit Rundhölzern. Können die mit Rundhölzern heizen? Bestimmt, oder? Bestimmt können die mit Rundhölzern heizen. So. Dann machen wir einmal... Nee, warte mal. Doch. Doch, doch. Hier. Schön Feuerholz machen. Dann gleich den Hühnerstall bauen. Jetzt habe ich nicht geguckt, was ein Huhn kostet. Ich nudel. So, das Brennholz kriegt ihr da rein. Dafür nehme ich mir das. Und ich nehme mir... Oh, da kann ich wieder nicht mehr laufen. Gib mir mal das da. Aber die bringt ja auch die fertigen... Was willst du? Oh, ich weiß nicht. Macht sie Sicheln oder macht sie keine Sicheln, wenn ich jetzt... Lass mal die Steine da drinnen. Und gebe noch Stöcke dazu. Komm hier, da, nimm alle Stöcke, die ich habe. Ich finde schon neue. Eieiei. Diese kleinen Zweige einfach mehr sind als halt, wenn so ein Stock auf dem Boden liegt. Nee, ich brauche... Och, ich habe schon wieder keinen Hammer. Wenn der Eisenhammer halt kein Eisen kosten würde, würde ich einen Eisenhammer machen, weil der länger hält, aber er kostet Eisen. So. Was der Hühnerstall so kostet. Ich bin wirklich kurz davor zu sagen, wir bauen noch eine Holzfällerhütte. Wäre vielleicht jetzt auch nicht die unbedingt schlechteste Idee. Weil der eine, der hat ja ein Skill.
auf 3, die man fürs Holzfällen braucht. Also. Oh, hier hat es richtig viele Äste. Nehmen wir einfach mal alles mit. Na, nimm. Wie eine Holzhütte kostet Holz. So. Doch schon relativ viel von der Hütte fertig. Ich will auch die ganzen Rundhölzer. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 Bäumchen, also 2,5 Bäumchen, um genau zu sein. So. Landwirtschaft. Hühnerstall, 6 Rundhölzer fürs Fundament. Ich würde den tatsächlich irgendwie hier hinsetzen. I don't know, weil in der Nähe der Scheune und so. Oder vielleicht hier neben. Hier ist so ein hübscher Platz. Schauen wir mal, wie viel Holz haben wir denn? Ach, das ist doch ganz gut. Nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Die Holzfällerhütte ist ja gleich auch schnell gebaut, ne? Also, die können wir dann am dritten Wintertag bauen, wenn wir den anderen Kerl da mit diesem krassen Skill uns noch dazu holen können. Sogar fertig, okay. Irgendwas sagt mir, wir müssen auch noch irgendwie ans Dach rankommen. Ja, irgendwie. Von mehreren Seiten. Danke, Spiel. War ja irgendwie klar. Dass auch am Ende bloß kaum noch Buntholz übrig ist, ne? Und wir sogar zu wenig Stroh haben, aber das lässt sich ja schnell ändern. Fertig. So. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. I don't know. Vielleicht einen hübschen Zaun noch drin rumziehen oder sowas. Haben wir nicht zu wenig Stöcke noch? Ja, das könnte mehr sein. Dann nehmen wir mal mit. Wie die sich hier schon so anbieten. Aber keine Rundhölzer so weit übrig, ne? So, die Fischerhütte. 8 Rundhölzer. Bevor wir da jemanden kriegen, der da drin arbeiten kann, wäre eh noch eine Holzhütte ganz nice. 6 Rundhölzer. Und die braucht dann ja nicht viel insgesamt, um überhaupt dann fertig zu werden.
Also kommt jetzt noch Holzfällerhütte Nummer 4 ins Spiel. Es ist auch nicht unbedingt nur, weil ich zu faul bin, die Bäume selber zu fällen. Aber ihr seht, es ist halt schon echt Brachland hier, nachdem ich hier... Ne? Also viel geht hier ja nicht mehr. Hier vielleicht einfach das noch... Dass man hier so drei in Reihe hat. Wir könnten hier noch Weg rüber machen. Hm. Praktisch hier einfach nebendran. So. Kettensäge. Oh Gott, Dirk. Kannst du ja schon fast patentieren lassen. Mal ein Rundholz fehlt. So ein Mist. Wir müssen noch im anderen Dorf Schleim gehen, aber da gehe ich dann auch noch mal mit Suppe hin. Weil Geld, 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 Geld. Und auf dem Rückweg gucken wir, ob wir uns Hühner kaufen können. Mitsamt Tierfutter. Versteht sich. So. Straßen machen wir dann. Wenn nötig. Ah! Hilfe! What's happening? Ein Haus! Danke, Otterchen! Ich finde es immer witzig, wenn im Aktivitätsfeed nichts erscheint, weil Twitch einfach sich so denkt, so... Ich weiß nicht, was hier passiert. Dann gucke ich immer auf meinen Vorschau-Screen, um zu gucken, was für ein Alert da hochgeht. Twitch hat heute wieder seine Tage. Mach dir nichts draus. War das mit der Suppe 1:1 eigentlich? Wir können den auch nicht die... Obwohl, wir haben noch gebratenes Fleisch. Also nehmen wir davon 47 mit und nehmen davon 47 mit. Ja, anscheinend macht er halt Lärm. Müssen wir jetzt mit leben. Viel Lärm um nix, ne? So, Suppe kochen. Können wir währenddessen in irgendwas reingucken? Nicht mal ins Skilltree, okay. So. Sind wir eigentlich überhaupt bei Part 4? Ich habe nämlich letztens festgestellt, als ich Part 2 geschrieben habe, dass wir schon bei Part 3 sind. Jetzt bin ich verwirrt, ob wir wirklich schon... Ob wir noch erst bei Part 4 sind oder ob wir schon bei Part 5 sein müssten. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Ja, ich weiß. Ab einer gewissen Zahl ist es dann einfach immer so, hä? Bei mir fängt das schon bei... Genau, 1 plus x. Richtig. So, man weiß, es ist nicht mehr der erste Stream. Wir haben das Spiel schon mal gespielt. Es gibt einen Spielstand. Wer auch immer den angelegt hat, es gibt ihn schon. Also kann es nicht erster Part sein. Na? So muss das sein. Ah, mein Rücken... Was haltet ihr eigentlich davon? Ohne, wir reden jetzt von ohne Cam, weil das, die Cam ist eine Webcam. Und die Webcam, ich sitze schon so weit vom Rechner, also vom Bildschirm weg, von meinem Spielbildschirm, dass wenn ich noch einen Zentimeter nach hinten drücke, ich absolut unscharf werde. Also die Cam kann nur auf, ich glaube, einen Abstand von 40 Zentimetern scharf stellen. Näher dran würde gehen, weiter weg nicht. Deswegen hat das mit Cam überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn wir trotzdem mal
einfach so, so Motivation-mäßig im Stream Ring Fit Adventure spielen. Wie wäre das denn? Mikrofontechnisch müsste das gehen, wenn ich nicht zu weit weg bin. Kann sein, dass ich die Empfindlichkeit vom Mikro ein bisschen hochdrehen muss. Aber in der Theorie könnte man das durchaus mal ausprobieren. Ich muss mich irgendwie mal wieder motivieren, ein bisschen mehr Sport zu machen. Aber ich glaube, ich würde das im Easy-Mode machen, dass ich halt nicht die Beine so arg hochheben muss. Ich weiß nämlich nicht, was dieser Joy-Con für Probleme hat, aber als ich das erste Mal versucht habe, ich musste halt sogar beim normalen Vorwärtsgehen meine Beine halt wirklich über, also die Kniescheibe über Hüfthöhe ziehen, damit er gecheckt hat, dass ich laufe. Ja klar, aber ohne Cam. Also ich kann solche engen Sachen anziehen, nur seht ihr das eh nicht. Ich kann das auch gerne nackt machen ohne Cam. Alles kein Problem. Ich habe Cam angesprochen, weil ich klar machen wollte, dass selbst wenn ich gewillt wäre, das mit Cam zu machen, das sowieso keinen Sinn hat, weil alles, was über meine aktuelle Kopfposition hinausgeht, sowieso unscharf wäre, weil diese Webcam einfach nicht... Ja, Otter, ja, genau das. Aber das machen wir dann nach dem Stream, ja? Ah. So, wir haben Suppe. Wir wiegen auch schon wieder zu viel. Eine von den Suppen kann ich mir ja reinzimmern. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Diese 50.000 Buttons, in die man in unterschiedliche Menüs kommt, ne? Ne, warte mal, die Suppe ist zu viel wert. Ich zimmer mir nochmal Fleisch rein. So, ich bin dreckig, daran sollten wir bald was ändern. Was habe ich denn hier noch? Kann ich hier irgendwas? Irgendwas! Hier fehlen nur Holze, okay. Hey, das Fleisch hat gereicht, um da, ne, zu klären. Was Gewicht angeht. Der Nacktmulch. Oh Gott. Ah. Wer übrigens auf so Obszönitäten steht, ne? Ich war mal bei Ingo Appelt live, das ist fantastisch. Zu einem gewissen Teil. Zu einem gewissen Teil. Was man halt nicht weiß, ist halt, wenn das jetzt nicht so eine Aufzeichnung fürs Fernsehen ist. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, bei jedem Comedian, aber wahrscheinlich bei vielen. Also bei Mario Barth zum Beispiel ist es ja sogar bei Aufzeichnungen so. Die haben so halt Programm. Machen so eine halbe Stunde Programm. Und dann hat man so das Gefühl so... Jetzt ist erstmal fertig. So, dann kommen erstmal einfach nur Witze. Wie aus einem Witzbuch. Einfach so runtergedrückt, ne? Und dann gegen Ende kommt nochmal Programm. Ja, aber die Frage ist ja, hättet ihr da theoretisch was von? Würdet ihr euch dann motiviert fühlen, auch ein bisschen Sport zu machen? Jetzt nicht während des Streams, sondern halt so generell. Ich kann ja theoretisch auch ohne Stream spielen. So. 672 nochmal obendrauf. Gebonkt. Was ist Sport? No, nope. Okay, dann nicht. So. Ja. Also, wir kaufen jetzt erstmal Kaka und Tierfutter noch. Wo ist Mr. Kaka-Kauf? Hä? Was ist denn der? Ist der da in dem Haus?
Warum wohnt der hier? Ja, der wohnt hier, ne? Sobimir. Zeig mal deine Waren. Du hast geträumt, dass ein Berg besteigst und das ist schon Sport. Ja, kann ich verstehen. Manchmal ist es auch einfach richtig anstrengend. Ich meine, der Körper reagiert ja auch auf das, was du träumst. Und da kann ja durchaus der Puls wirklich so hoch gehen. Bitte, was kostet das Tierfutter? Okay, Tierfutter können wir drüben auch noch kaufen. Hör mal. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Für Tierfutter brauchen wir Weizen, richtig? So. Das Weizen kann im Frühjahr gesät und im Herbst geerntet werden. Und dann wieder im Herbst gesät und im Sommer geerntet. Das wächst ja richtig lange. Warte mal, Frühjahr bis Herbst? Aber von Herbst bis Sommer ist doch länger als von Frühling bis Herbst, ne? Wir holen uns hier schon mal was. Ich hätte gern zwei Felder Weizen und ein Feld Flachs. Ist das vertretbar? Oder machen wir einfach noch ein drittes Feld mit Weizen. Aber das können wir dann immer noch kaufen, wenn wir es brauchen, ne? Jetzt gerade brauchen wir es ja nicht akut. Was hatten wir für Skills? Du da. Du bist ganz nett. Die ist auch leicht zu haben. Warte mal, bevor wir das verkacken, nehmen wir die doch direkt mit. So. Das ist sie. Die kommt da rein. Du kannst gut sammeln und fischen. Das passt gut, weil du kommst dann in die Fischerhütte. Bis es soweit ist, packen wir dich aber erstmal da rein. Da bist du, glaube ich, ganz happy mit deinen Diplomatie 3. Müssen wir gleich noch gucken, Fischerhütte bauen, ne? Ja eben, also man weiß ja nicht, man wird jetzt sich nicht so übermäßig bewegen, weil der Körper das ja eigentlich so abstellt, großteils beim Schlafen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass sich deine Muskeln dabei anspannen und wieder locker lassen, wieder anspannen, wieder locker lassen, weißt du, wie ich meine? Ich zum Beispiel träume manchmal so Sachen, wo ich einfach einen super hohen Puls kriege. Also richtig Puls. Wenn ich wirklich davon träume, Sport zu machen, wache ich auf und habe wirklich 100 Puls. Das ist nicht gut zum Schlafen. Da wird man wach von irgendwann. Das ist einfach viel zu viel ist. Brauche ich den Händler zwangsläufig für... Das Tier wurde so teuer. Jetzt überlege ich mir nochmal. Ich gucke jetzt erstmal, was die Tiere kosten. Wenn ich mir nur das eine oder das andere leisten kann. Henne weiblich. 950. Küken männlich. Henne weiblich. Henne weiblich, 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 männlich. Männlicher Hahn. 950. Was haben wir denn? Würden wir auf jeden Fall sparen, wenn wir die kaufen, die kleinen. Klauen, nee, geht glaube ich nicht.
So, den Rest stecken wir in Tierfutter. Weil die sollen uns ja nicht verhungern. Dann sind das halt jetzt erstmal nur 16 Tierfutter. Wann können wir denn wieder Kohl anbauen? Dann müssen wir halt erstmal gucken, dass wir damit halt über die Runden kommen. Mit dem, was wir haben. Wir müssen jetzt nächsten Tag wirklich dran denken, die Wölfe zu jagen. Und was trinken. Trinken ist immer gut. Stay hydrated, auch hier in-game. Ja. Das Wasser ist zu seicht. Okay, ich gehe ja schon mich halb ertränken. So, zufrieden. Mal kurz ein bisschen Brennholz machen. Stimmt, schon wieder nichts mehr da. Ja gut, das ist schon gar nichts mehr irgendwas da. Okay. Aber noch frieren sie nicht. Kommen sie gerade alle von der Arbeit. Fleißig bis in die Nacht. So, ich lege jetzt erstmal die Kaka da rein. Da. So. Was ist denn mit unseren Hühnchen? Sind die da jetzt schon drinne? Wir haben die ja theoretisch zugewiesen. Muss ich eigentlich... Moment. Ich glaube, ich kann die nicht einfach füttern. Sache ist, Landarbeit ist ja auch das da, ne? Der Ingolf ist gerade ganz glücklich in seinem Job. Die Alruna... nicht ganz so happy, aber die mag das Landarbeiten eigentlich. Das heißt, wir packen sie mal in den Hühnerstall. So, die soll sich mal darum kümmern. Die hat dann 3er-Skill. Was war das? Was war das? Okay. Graphical Issues. So. Wir holen uns erst diesen einen Typen für, wo sind unsere Hühner? Sind die jetzt da oder sind die nicht da? In der Theorie sind sie da. Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Also hier ist unsere Henne. Und da ist unser Hahn. So. Hat das direkt schon... Nee. Aber wir können die Sicheln mitnehmen und verkaufen. Da haben wir schon mal ein bisschen Gold. Ah, das ganze Leder könnte auch weg. Schon mal ein bisschen was haben. Machen wir schon mal Taschen draus. Ninja-Hühner? Ja, kaum zu sehen. Ja, ich habe kein Brennholz mehr. Das ändert sich ja gleich. Wir holen uns gleich noch einen Holzarbeiter, einen Holzfäller. Hier so einen richtig männlichen Holzfäller. Und dann läuft das mit dem Holz endlich. Dann noch die Fischerhütte, dass unser neues Mädel auch ihren Traumjob kriegt. Vielleicht mal gucken, ob wir noch genügend Zeug für Suppe haben.
Kohl war ja noch da. Lag ja nur am Fleisch und davon müsste ja jetzt ein bisschen Nachschub noch gekommen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben ja einen Level 3 Jäger eingestellt. Ich hatte heute einen richtig tollen Bug bei Twitch, als ich bei dem Alarm geguckt habe. Da hat irgendwann einfach der Player einfach nur ständig Playpause, Playpause, Playpause. Es hat einfach die ganze Zeit nur geblinkt. Das war sehr befremdlich. So, haben wir Fleisch bekommen? Ja. 11. Können wir nochmal 11 Suppen machen und die verticken? Haben wir direkt hier die Hütte? Ja, da ist bei mir tatsächlich eh die meiste Zeit dauernd abgestürzt. Also gegen Ende ging dann gar nichts mehr. Was mit dem Play-Pause hatte ich heute zum ersten Mal. Was steht an? Wölfe jagen, den Holzfäller engagieren, Fischerhütte bauen. Ne? Wölfe, Holzfäller, Fischerhütte. Das war's eigentlich, ne? Ist die Taverne dann der Crafting Skill? Da gibt's ja genügend Mädels, die da rumrennen mit einem Dreier Crafting Skill. Apropos Crafting. Ja, ne? So, du kümmerst dich da schön drum, ne? Lass ja nichts an meine Hühnchen ran. Jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich Feuerholz machen kann. Ja. Dass sie hier mein wertvolles Rundholz verfeuern. Beziehungsweise. Hier habt ihr Stöcke. Verfeuert das. Rundholz brauche ich noch. Moment mal. Hätten da nicht noch mehr Stöcke drin sein müssen? Egal. So. Wir engagieren den jetzt direkt. Damit wir hoffentlich ganz viel Holz haben, wenn wir zurückkommen. Wir gehen dann direkt Wölfe jagen. Nom nom nom. Mehr Kohl anbauen. So. Wir könnten ja theoretisch mehr Felder machen. Weil die Felder kosten uns ja nichts. So. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh nee. Wenn ich nur Sachen habe zur Auswahl, die er nicht mag. Ist er? Ist ja gemein. Toll. Oh, ey, die hat schon eine Meinung von 23 von uns. Die kann uns halt so richtig nicht leiden. So, du wärst potenziell was für die Taverne. Die ist ja schon bei 79 Zustimmung. Okay. So, du bist auch immer älter, habe ich das Gefühl. Schneller als die Jahre rumgehen.
Mäuschen. Hm. Was sind denn die ganzen Taschen? Die Sicheln können weg. Da sind die Taschen. Und weg damit. 600. Schau mal in den Spiegel. Oh, Dirk. Der war gemein. Uiuiui. Zu viel Kohlensäure. So. Dann gehen wir jetzt einmal jagen. Vielleicht kriegen wir in den anderen Dörfern einen Holzfäller, der was taugt. Haben wir potenziell noch einen in der Hand. Nicht, dass ich irgendwie in-game... Ich weiß nicht, wie ich in-game aussehe. Hallo, Hase. Ich horte jetzt keine Holzfäller oder so. Aber... man muss ja auch bedenken, dass manche unserer Holzfäller Holzfällerinnen sind. Und die sind vielleicht nicht mehr ganz so lange Holzfällerinnen. Ich glaube, die eine ist ja schon verheiratet. Wer weiß, wie lange es dann noch dauert, bis die Erziehungsurlaub nimmt. So, hat's irgendwo hier Wölfe. Auf jeden Fall. Was ist da links? Das ist ein Reh. Den Fall sehen wir so schnell nicht wieder. Und er kommt zurückgerannt. Stehen. Halt dein Kumpel da oben. Brauch mehr Jagdpunkte. Ist bald? Kann das sein, dass die, wenn die getroffen sind, einfach weiter bluten? Da ruckelt er mal kurz. Wow. Also wisst ihr, wie ich meine? Dass die dann einfach irgendwann verblutet irgendwo liegen? Jetzt bleibst du mir vor der Nase stehen, oder was? Willst du mich eigentlich trollen? Wenn ich jetzt das Bison auseinandernehme, dann kommt er bestimmt wieder zurück, ne? Komm. Nicht. Mehr Jagdpunkte. Wir wollen ja irgendwann noch dickere Jagdhütten und Fischerhütten haben. Sieh dein Popo. Wo sind meine Pfeile? Stecken alle irgendwo. Komm, heb den Kopf. Heb den Kopf. Der Getroffene? Ja, ist es. Jetzt würde der nicht gerade so ein Geschiss machen. Na. Okay. Da liegt einer. Ja, fehlt wirklich nur das Trollface da drauf.
alle in die Suppe. Ihr habt es alle verdient, in die Suppe zu kommen. Nom 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 nom. Immer noch nicht ein Wolf. Wir brauchen aber drei, ne? Einer vor sich hin. Warst du allein unterwegs? Nein. Jeder Schuss ein Treffer, ne? Ja, jetzt hat er Standbild, ne? Sein Stillleben. Also eher still als Leben, aber. Mal nur zu zweit. Ach, was hätten sie denn gerne? Fünf! Gott. Sollen wir denn jetzt noch drei Wölfe herkriegen? Keine Pfeile. Weit weg. Nichts in der Nähe. Gut. Noch zwei Wölfe. Frage ist nur, wohin? Mal gleich ein bisschen Leder noch verkaufen. Ich weiß ja auch kein großes Geschiss mit Taschen herstellen. Ich will einfach nur das Zeug gerade mal loswerden. Ey du, sag mal her. So, Fleisch, viel zu viel dabei. Weg damit. Leder und Pelz. Wir Platz haben hier. Füchse. Mist, nicht getroffen oder was? Ein bisschen Volldampf hier geben. Die Tage sind so kurz, wenn man wenigstens die einzelnen Tage länger stellen könnte, ne? Ein Hirsch. Oh, da liegt noch ein Pfeil. Nehme ich. Noch Wölfe, ihr seid keine Wölfe.
Das wird gleich schwierig, diese Quest fertig zu kriegen. Wobei wir haben ja noch bis in die Nachtzeit. Questgeber finden es ja nicht schlimm, wenn man sie weckt. Nicht so wie die Händler, die können das gar nicht ab. Also wenn man nicht irgendwie was Relevantes jetzt für sie hat. Quests. Sind auch alles keine Wölfe. Sorry. Gehen wir mal darüber, ein bisschen ans Einschleimen der potenziellen Zuwanderern. Jetzt noch einen freien Platz für einen Kerl, ne? Wenn wir zurückkommen, haben wir wahrscheinlich genügend Material für noch eine Hütte. Das heißt, wir könnten theoretisch noch zwei Kerle und eine Frau einladen. Keine Single Ladies hier. Zustimmung 50. Das war es auch schon wieder mit ihm. Ja gut. Du bist groß geworden. So, was hat der denn für eine Quest? Oh nee, Bäume fällen. Oh nee, ganz ehrlich, nee. Der war fleißig. Ja, gehen wir noch in das andere Dorf. Hat echt noch keine so saubere Ausbeute heute. Dorfbewohner technisch. Alle nicht so Bock. Wölfe lassen sich auch hier echt Zeit. Hä? Bin ich so weit ab vom Schuss? Lol. Sah jetzt nicht so aus, als ob da die Map zu Ende wäre. Aber okay. Dann ist da anscheinend die Map zu Ende. Oha! Die ist gar nicht so weg im Prinzip von uns. Man kann schnell seine Taschen leer machen, wenn man hier was verkaufen kann. Praktisch, praktisch. Hat eine Single-Frau? Guten Tag. Stehst auf Jäger. Okay, wie ist es dir so ergangen? Oh, das mag sie. Ja, ein bisschen Fortschritt. Besser als nix. Sag mir mal deine Waren. Was haben wir denn da? Nichts Besonderes? Kann ich noch ein bisschen Pelz loswerden? Hm.
Ist als nicht zu fallen, ja, das ist korrekt. Durchaus Spiele, da ist das ein bisschen problematischer mit dem Rand der Welt. Ich kenne noch zwei Wölfe. Vorne hat's Fuchs und Wildschwein. Die Räume aus dem Weg, die könnten uns nämlich böse werden. So. Kriegen wir eigentlich fürs Auseinandernehmen nochmal extra Punkte? Gucke ich mal gerade nach. Wir haben jetzt gerade Fähigkeiten. Wenn, dann ist das wahrscheinlich. Okay, es könnte. Nee, Gewinnung ist das nicht. Ist das Jagd? 303,0. Überleben wäre 302,0 gerade. Schauen, was sich da tut, punktetechnisch. 307, gibt Jagdpunkte. Fürs Umnieten kriegen wir Punkte. Und fürs Ausnehmen kriegen wir nochmal Punkte in derselben Kategorie. Das ist ja dann sehr dankbar. Ich habe vorne Wölfe gesehen gerade. Okay, das sind Steine. Ich brauche aber noch Wölfe. Was trinken hier? So. Hey, Menno. Und dann geht's ja zum Glück wieder in den Wald rein. Da stehen unsere Chancen besser. Da drüben, die Ecke, da habe ich in meinem ersten Spielstand gebaut gehabt. Da drüben. Schön flach. Schön nach hinten läufig alles. Hier könnte ich mir auch gut vorstellen, weil hier sind eh schon nicht so viele Bäume, von denen man Sorge haben muss, dass sie nicht nachwachsen. Viele Laubbäume in der Nähe, aber leider auch viele Birken. Dieses Rauschen von Blättern, die nicht vorhanden sind. Ja, Füchse, Rehe. Ohne Ende. Leute, ich brauche ganz dringend Wölfe. Wenn ihr die vielleicht für mich anlocken könntet, ne? Das fände ich super. Kritisch. Das ist nämlich farblich schon fast gefährlich. Ist das ein Wolf oder ist das ein Hase? Hase. Ganz viele Häschen. Aus Prinzip mal. Ich sagen kann, ich habe mal einen Hasen mit dem Bogen erjagt. Ist das hier nicht unser Dorf? Nee, noch nicht, ne? Puh. Leute, Leute. Wird das nichts mit der Quest? Aber schön, wenn man sich was vornimmt.
dann muss das Spiel ja auch mitmachen. Jetzt wird's richtig eklig. Jetzt hat das so der Schnee so einen grisseligen Unterton. Ungern mit dem Bison anlegen. Haben wir ganz recht, wenn wir das lassen könnten. Wir sind noch zu nah am Waldrand. Hier schon wirklich einen auf Adlerauge zu machen. Häschen auf dem See. Boah, das ist schwierig. Alles keine Wölfe hier. Warte mal, wo wohnt denn Sambor? Das ist noch ein ganzes Stück. Meistens noch richtig in der Nähe von seinem Haus Wolf-Action. Da haben wir ja vorhin schon drei gelegt. Watt. Ich hatte 29 Watt gestern. Bei besserer Leistung. Nicht, dass ich bessere Leistung gewollt hätte. Was? Minus 86 Watt? Was? Wie? Das wäre ein Ungefährzeichen. Ja, Wolf. Wie minus 86? Was heißt, du produzierst Strom mit der Kiste oder was? Komm, zweiter Wolf hier, bitte. Gib mir noch ein Wolf-Spiel. Gut für Bitcoins. Ryzen 9? Okay. Gib mir noch einen Wolf, bevor die Jahreszeit endet, please. Alles Dynastiepunkte, die uns dann entgegengeschlagen werden. Das wird kritisch hier. Das wird so richtig kritisch. So, vorne ist ein Reh. Das andere war ein Stein, offensichtlich. Ah, oh, mach mich das fertig. Noch irgendwas anderes, was dringend in der Jahreszeit fertig werden musste. Nee. Das Einzige, was wir dann verkacken. Wundervoll.
Cause Hex beim Otter. Da müssen wir wohl nachher wieder drüber schauen zusammen. Kontrollieren. Gib mir doch einen Wolf. Please. Muss ich eigentlich für den Jahreszeitwechsel schlafen? Jetzt sind da drei. Oder was? Keine Pfeile. Ja, moi. Jetzt tatsächlich besser, wenn ich die aus dem Weg räume, bevor die mich aus dem Weg räumen. So. Pass auf, jetzt habe ich die gleich fertig geheult und dann ist Sommer. Quest vorbei. Oh. Ach, hier stehen jetzt vier Wölfe, das ist doch nicht... So. Also natürlich lasse ich die halt jetzt nicht liegen, ne? Was soll man machen, ne? Wer hatte jetzt diese crazy Quest für uns mit den Wölfe jagen? Wo müssen wir die jetzt abgeben? Hier, oder? Albreda. So. Ja, das ist da drüben. Einfach querfeldein, auf schnellstem Weg. Rüber. Unsere Leute haben schon wieder kein Holz mehr, bringen wir mit auf den Weg. So, ich sehe schon links wieder Hütten. Dorf. Rechts wohnt Mr. Grumpy Holzfäller, der sich immer noch nicht angeschlossen hat. Haben die alle Rundhölzer, die sie jetzt an dem Tag geholt haben, verbraten? Ich habe ja nichts gebaut an dem Tag. Die können doch nicht alle Rundhölzer gebaut haben, also hier feuerholzmäßig verheizt. Oder heizen die jetzt doch nicht damit? Die paar Meter schaffst du noch. Groß für den Ofen. Hoffentlich, ich will damit bauen. Und sie unterstehen, das ganze Zeug zu verheizen. Ich habe gesehen, was Näherei 2 gekostet hat. Junge, Junge, da sind ganzer Wald draufgegangen. Wie gut das Zeug heute Nacht 9 abgesägt hat. Das war wirklich laut, kann ich euch sagen. Und das macht er normalerweise nicht. Er hat richtig schlecht gelegen, sagt er. Nein! Das Spiel will mich doch verarschen! Und das hat uns auch noch einen Punkt Reputation gekostet!
Was? Was? Was tut es? Was? Ich drücke gerade nichts. Es wird immer schneller. Es wird immer schneller. Ah! Was ist das? Okay. Stop it. Fun Fact, die Sidequest ist noch da. Obwohl wir Jahreswechsel hatten. Wir hatten sogar nicht nur Jahreszeitwechsel, wir hatten Jahreswechsel. Aber die Sidequest ist noch da. Ist das vielleicht so ein typischer Simulator-Bug? Kann das sein? Wie geht's in unserer Holden heute? Boah, siehst du fertig aus. Okay. Hier. Ich arbeite ganz hart für uns. Was? Das willst du gar nicht hören? Ah, dann halt nett. Tschüss. Kann ich dir helfen? Möchtest du schnell viel Geld? Das klingt irgendwie falsch. Möchtest du das schnelle Geld? Ja, erzähl mir mehr. In der Nähe gibt es eine Höhle. Ich brauche jemanden, der Eisen erst besorgt. Okay, wir haben noch Eisen. Vielleicht... Naja, kann es sein, dass diese Sachen mit diesem weißen Symbol hier neben sich einfach länger halten? Guck mal, da kriegen wir einen Eisenhammer für. Was? Wir holen dem jetzt diese drei Eisen einfach aus unserer Schmiede. Finally! Schaut mal, es sind Bäume nachgewachsen, aber auch nicht alle irgendwie. I don't know. Oh, es sieht schon gleich viel besser aus hier. Das war ja nicht mehr schön. Achso, ich habe die unten hin, damit keiner die verbaut. Tja, schlechtes Sperma, würde ich sagen. Schlechtes Sperma. So, ihr habt wieder kein Holz, Leute. Ihr habt echt das komplette Holz verheizt. Wie geht's den Hühnern? Hühner? Ah, ich höre sie. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. So. Wolltest du meine Hilfe? Nein. Wo ist der Kerl, der meine Hilfe wollte? Der ist da oben. Da. Hey du. Ich habe einen Eisenhammer bekommen. Ich will mich mal jetzt nicht beschweren. So. Einmal hier Bauchkontrolle. Ja. Ha. Wir haben jetzt drei leere Felder. Ich hätte da gerne drauf Weizen. Wo sind denn die Kohlsamen abgeblieben? Müssten wir nicht jede Menge Kohlsamen haben? Was sind die in der Fresshütte hier drüben? Da sind die Kohlsamen. Frühling gesät, Sommer geerntet. Oder im Sommer gesät und im Herbst geerntet. Weizen wächst von Frühling bis Herbst, ne? Dann von Herbst bis Sommer. Wir haben jetzt gerade eh noch keine Kacker. Ich soll mal öfters da sein für sie. Wow! Ja, wie bist du da für mich? So, Leute. Ich
möchte noch ein Feld bauen. Wenn ich hier sonst nichts hinbauen kann, baue ich hier halt Felder hin. Kann ich hier einfach... So. Aber gerade so, ne? Ist das jetzt schon als Feld eingetragen? Ja. Oh, das ist 4x5. Kann ich das wieder löschen? Kann ich das Feld wieder wegmachen? Bin verwirrt. Offensichtlich nicht. Okay, dann bleibt das halt. So, dann haben wir ein 4x5 Feld. Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann haben wir 20, dann haben wir da schöne gerade Zahlen. Können vielleicht die kleinen Felder irgendwann mal abändern. Das müsste ich doch jetzt auch drehen können, oder? Jetzt, wo ich weiß, wie man dreht. Nee. Das kann man nicht drehen. Das ist so krumm. Noch ein 4x5er. Noch eins. So. Da waren jetzt Karotten drauf. Was machen wir denn auf die kleinen Felder? Eigentlich können wir da jetzt ganz Jahr über Weizen drauf pfeffern, oder? Die müssen aber erstmal abgeerntet werden, ne? Was haben wir denn eigentlich an Möglichkeiten? Weizen, das sind dann unten die drei. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Das sind jetzt 3 4x5 Felder. Da unten 6x4? Ja. Ah ne, das da gehört schon zum nächsten. Bin verwirrt. Hä? So, das zählt als Gebäude. So, jetzt haben wir 5 davon. Ich einfach hier hinter noch mal 2 bauen. Das
Ein bisschen lang, okay. Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, so, und dann dasselbe nochmal ein drüber. So. Wollen wir auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir 4 Feldarbeiter eingestellt haben, weil das ist und ziemlich viel Hackerei. Ich sag mal so, die Crafting-Sachen dann in der Scheune, die können wir ja selber machen. Boah, das ist viermal. Jetzt haben wir 5x5? Warum? Okay, dann kommt auf den kommt Kohl. Kohl kann man nie genug haben. Haben wir ein Karottenfeld. Ein Zwiebelfeld. Rote Beete. Flachs. Roggen und dann noch den Hafer. Die Frage ist, machen sie trotzdem Kacke auf jedes Feld und wenn sie dann nichts aber darauf ansehen, hält sich das dann gehackt bis zum nächsten Jahr oder wollen sie dann wieder neue Kacke draufstreuen, obwohl sie es nicht benutzt haben? Wir wollen auf jeden Fall sehr viel Kacke. Wir sollten bald gucken, dass wir auch andere Tiere uns noch halten. Sind die schon geerntet? Nee. Guck mal, unser Huhn ist endlich sichtbar. Hallo. Wo ist unser Hahn? I don't know. Hier irgendwie Eier sammeln oder werden die automatisch gesammelt von ihr? Okay. So. Guck mal, das ist unser Hahn. Hi. Uppala. So, haben wir noch Kohl? Wir haben auch gar keinen Kohl mehr. Alles ausverkauft hier. Fleisch haben wir noch im Inventar. Wir haben vergammeltes Fleisch. Das können wir mal wegpacken. Daraus kann man auch Dung machen. Okay, jetzt mal kurz überlegen. Hüttentechnisch. Ein Brennholz herstellen und Hütten fertig bauen. So. Ich hätte hiervon gerne ein bisschen was nur. Kriegt ihr schon mal, damit ihr mir das restliche Brennholz nicht wegfeuert? Und dann stellen wir jetzt erstmal den anderen Typen noch ein. Das nehmen wir schon mal mit, bevor das auch wieder weggefeuert wird hier. So, Brennholz. So. Einfach nur, damit das Inventar leer ist. Zwei Kerle, ein Weib einstellen. Wir sind jetzt nicht alles neue. Nee, du, dich kennen wir schon, ne? So, hast du Zeit? Jagen, das findet er ganz toll. So, bitte, 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 bitte. Nee. Klatsch und Tratsch. Das war so klar.
Mann! Kriegen wir den noch nie rum? Grausam. Verkaufen. Gehen wir da drüben hin. Weizen. Ja, Taverne steht auch noch an. So, jetzt können wir die Quest abgeben, finally. Es ärgert mich so sehr, dass wir dann zum Teil echt Auswahlmöglichkeiten bekommen, die halt einfach beide richtig schlimm sind. Oh, man hat einfach keine anderen Optionen. Auch wenn man da jetzt sagt, okay, nee, vergiss es. Und dann wieder reingeht. Also habe ich zumindest bisher die Erfahrung gemacht, kommen wieder die gleichen beiden. Ich könnte das ja mal an ihm einmal testen. Der hat richtig schlimme Skills. Hi, Konrad. Okay. Oh Mann, jetzt hätten wir den eigentlich nehmen können. Egal. Ich dachte, der steht aufs Jagen. Guck mal, du bist nicht derjenige, bei dem ich die Quest abgeben kann. Trinkschlauch. Nee, sorry. Das Rezept habe ich noch nicht gelernt. Aber wo macht man den? Weil der bringt doch relativ viel. Ist das nicht in der Jagdhütte? Nee. Ist das nicht Crafting? Horse Saddle, kleiner Rucksack, kleine Tasche. Bringt halt richtig viel für viel Leder und einen Stock, ne? Denn der Trinkschlauch? Können wir den einfach schon herstellen vielleicht? Da. Hi. Die Wölfe sind tot. So, lang leben die Wölfe. Neues Level in Diplomatie. Hi. Das ist ja ganz nett. Größeres Fundament als... Als was? Hä? Rufsteigerung der Dynastie durch Quests. Verbesserung der Stimmung für jeden Einwohner. Ach, denen geht's eigentlich ganz gut genug. Mehr Ruf! Mehr Ruf. Das brauchen wir. Okay. Wir sollen Steuern zahlen. 1135? Ja, bin ich Krösus? Ich muss Kaka kaufen. Ich kann nicht so viel Geld ausgeben. Ich glaube, wir haben das ganze Jahr Zeit, ne? Lass mich kurz überlegen. Den Kerl kriegen wir noch nicht in das Dorf. Mm.
kaufen mal so viel Kacke, wie wir kaufen können. Gucken, was dann passiert. Wir können 100 Kacke kaufen, knapp. Reicht das für all unsere Felder? Nein. Aber das tut ja auch nicht Not. Oh, scheiße. Also, wortwörtlich, scheiße. Irks. Okay, verkaufen wir das Fleisch. Damit können wir nicht laufen. Also, gar nicht, glaube ich. Dreck. Das war der größte Fehler überhaupt. Wann war denn das Autosave? Das ist jetzt wirklich... Also, ne? 22:15 Uhr. Ne. Gut, dann haben wir jetzt halt Verlust gemacht. Meine Dummheit. So viel Kacke können wir halt nicht tragen. Das war richtig dumm. Wie viel Übergewicht halten wir denn aus? Was ist das kostet? Was ist einfach jetzt dieser Feder kostet? Das ist ja bitter. Ach, stimmt. Oh. Hi, Dr. Sauerstoff. Und danke dann für den Tipp. Aber ich bin heute echt nicht wach. Ich bin heute richtig nicht wach. Jetzt ist es leider zu spät. Ich habe es zu spät gesehen. Jetzt kommen wir erstmal damit klar. Man lernt ja draus, es passiert mir nicht nochmal. So. Als nächstes auf jeden Fall Fischerhütte da noch. Damit dann das eine Mädel endlich ihren Traumjob bekommt. Und ansonsten... Das mache ich schon, dankeschön. Ansonsten würden wir mich so laufen. Das ist schon eine Ecke schneller. Aber wenn es halt doppelt so viel ist wie normal, da hilft auch alles nichts. Kann ich jeden Knopf drücken. Tut sich da nichts mehr bewegen. Sieht alles so zusammengewürfelt noch aus. Wir müssen mal hier gleich dann wirklich Zäune ziehen, bisschen Deko spreaden. Straßen ziehen. Ich bin schon froh, dass wir unsere Hühnchen jetzt sehen können. Die sind noch am Hacken. Das ist gut. So. Hier habt ihr schon mal Kacke. Wir haben aber noch gar keinen Weizen zum Anbauen. Aber wir werden auf jeden Fall Kohl anbauen. Jo, ja, können wir das hier schon mal fertig machen. Das
aus mit dem Hammer, aber wir haben ja Ersatz bekommen. Ja. Fantastisch. So, haben wir noch genügend für die Fischerhütte? Bestimmt nicht, ne? Natürlich nicht. Es hat genau gereicht, um das Haus fertig zu kriegen. Guck das Feld nicht einfach nur an. Schaff was. Fuck. Wie sieht's denn mit unserem... Nee, ich möchte gucken, wie viel Futter da noch drin ist. Das ist okay. Das sieht doch schon besser aus. Nee, nicht alles, sonst kann ich mich nicht wieder bewegen hier. Fischerhütte hätte ich eh gerne hier in der Nähe. So. Wird aufs Wasser gebaut. Das hat ja Flair. Richtig Flair. Mal ein bisschen was hier teilen, was man noch so hat. Stroh sitzen wir zum Glück direkt an der Quelle. Mit dem Holzfäller, das gibt mir so auf den Keks. Ich will halt niemals mit irgendjemandem über den Adligen oder Klatsch und Tratsch reden. Das ist halt so realitätsfern. Hi Melkifson. Wie geht's? Eine Holzschaufel? Nee, die will ich ja gar nicht rausreißen. Ich möchte ja, dass alles wieder schön zuwächst. Mein Ziel ist es ja, dass das sich halt relativ viele Bäume halt in der Nähe behalte, weil ich finde die einfach hübsch. Noch keinen einzigen rausgerissen und da hinten, die sind nachgewachsen. Also die Bäume da, die da stehen, die waren definitiv hier oben, die waren definitiv weg. Die hatte ich definitiv niedergemetzelt. Meine ich. Hier waren lauter Baumstümpfe und da ist nachgewachsen. Mein Ziel ist ja, dass ich bald einfach selber gar keine Bäume mehr fällen muss. Okay. Ja, aber ich würde sie halt trotzdem, glaube ich, lieber stehen lassen, damit ich weiß, wo potenziell dann Bäume nachwachsen. Weil ich glaube, die wachsen ja im Moment immer noch nur danach, wo vorher schon welche gewachsen sind.
Und dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich aus Versehen was draufbaue, wenn ich dann nicht sehe, dass da eigentlich ein Baumplatz ist. Ich bin nämlich so vergesslich, dass es mal gut und gerne passieren kann, dass ich dann irgendwas draufbaue und dann ist der Platz halt weg. Hab ich zu früh weggezogen. Brauchen wir noch Rundholz dafür? Hier wieder nur ein Stückchen noch. Meine Güte, wir werden auch echt nicht jünger, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, 5 Stück sieht's aus. Müssten wir inzwischen wieder hier drin haben. Oh ja, oh ja. Die Jahreszeit war schon, der Tag auch schon wieder fast rum. So, das ist fertig. Da können wir dann einmal zuweisen. Unsere Niestanka. Die wird nämlich Fischer. F5 Quicksave, F9. Okay. Ja, das mit dem Quicksave wusste ich schon, aber ich habe es jetzt halt nicht so ausgenutzt, sondern eher so für, wenn da halt mal ein oder zwei Bären sind. Ne? Dafür dann eher. Jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt eine Fischerhütte gebaut. Wir haben auch schon... Wir könnten noch eine Taverne... Zur Taverne 2 fehlt uns nicht mehr so viel. Glaub ich. Lager 2 bald vielleicht. Soll ich Taverne 1 bauen noch oder nicht? Ah ja, die landen doch hier drinne. So. Genau. Frage. Beim Kaufen von Eiern stand ja zum Teil dabei, ob befruchtet oder unbefruchtet. Steht jetzt hier nicht dabei. Weil verwechsel ich es gerade mit einem anderen Spiel. Ich habe kein Fleisch mehr, ne? Nehmen wir mal das raus. Kochen das gleich mal. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich was trinken. Die Möhren sind noch nicht vollständig abgeerntet hier. Vielleicht erstmal neue Leute recruiten hier. So, da habe ich jetzt erstmal Gelegenheit zum Lesen. Okay, da muss man sich nach und nach die Tierchen zusammenkaufen.
Aber andererseits heißt es ja auch Tierzüchter, der Beruf, den man dann seinen Dorfbewohnern zuteilen kann. Mal gucken. Da hat noch jemand eine Quest offen hier im Dorf. So, wir haben noch Platz für zwei Männer und eine Frau. Ein Mann auf jeden Fall Holzfäller. Und die Frau dann in die Taverne. Aber wie wär's denn mit Taverne Stufe 1 oder lieber auf Stufe 2 warten? Es kam jetzt nicht so vor, als ob das jetzt noch super viele Punkte bis dahin wären. Taverne 1 oder lieber auf 2 warten? Jetzt auf jeden Fall erstmal hier Hayabubu. Regen! Hat jemand eine Quest? So, gucken wir mal. Was ist denn deine Quest? Hilfe! Hä, was gibt es Neues? Alvin? Das ist nicht Alvin, aber egal. Fehlt die Ausrüstung zum Jagen. Nee, Junge, nee. Möchtest du auch irgendwas? Nee? Achso, wenn ich weit genug weggehe, sehe ich von allen die Skills. Ja, die kochen richtig langsam, ne? Generell alles, was Crafting ist, ist bei denen ja super langsam. Möchte irgendjemand was von euch? Da ist nichts drin. Ich kann ja mal ein paar Äste noch sammeln. So. Müsstet ihr mal langsam mit der Feldarbeit beginnen, Leute. Jetzt irgendwas hier schon gedüngt. Ihr seid doch gar nicht fertig hier. Ich habe 3 Feldarbeiter. Ne? Das heißt, ich könnte noch einen 4. auf dem Feld vertragen. Wo sind Scheune? Ich habe nur 2. Stimmt, wir haben einen umgesetzt. Also noch 2 Feldarbeiter und den... Holzfäller. Der hoffentlich diesmal gewillter ist, mit uns zu reden. Ich mache das gleich mal bei ihm mit dem. Mit dem Speichern. Ich mache mal hier komplett einmal Feuerholz draus. Ja, der Tag hat ja gerade erst angefangen. Das wird noch. Also bei mir haben sie nur insofern mal gebuggt, dass sie, wenn ich ein Feld anders zugewiesen habe, dass sie dann... Was mache ich denn hier? Oh, erst E, dann F. R, E, F. So. Dass sie dann erst am nächsten Tag das Feld halt angefangen haben zu bearbeiten, nach der Anweisung. Aber das ist ja kein Problem, wenn das jetzt nicht unbedingt der letzte Tag des Jahres ist. Dann, also der Jahreszeit, dann passt das ja noch. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich mal gucken, dass wir vielleicht gegebenenfalls den Kohl selber in die Erde bringen. Und dann noch Weizensamen besorgen. So. 4 Rundholz. Schon
wieder reingekriegt hier. Mm-hmm. Das Stroh brauchen wir auch gerade nicht mit uns rumtragen. Haben wir noch irgendwas, was wir zum Verkauf mitnehmen können, was uns sonst eh gammelig wird? Leder. Nehmen wir das, also den Pelz nehmen wir mal mit. Da können wir gerade noch nicht viel anfangen. Das wiegt nicht viel. Das nehmen wir mal mit. Fischfleisch haben wir jetzt bekommen. Dann haben wir aber auch nicht viel. Die Fliegenpilze können wir verkaufen. Braucht kein Mensch. Ich nehme mal die ganzen Pilze raus. Gammeltes Fleisch. Können wir daraus irgendwie noch dann Dünger machen lassen? Nämlich echt nice. Gehen wir erstmal einschleimen. Ja. Jetzt mache ich mal hier F5. So. Das Wetter ist okay mit ihm. Jagd? Auch okay. Okay, dann haben wir den schon mal. Ist auch schon eine Frau drinne, kann er haben. Viel wichtiger aber noch, Arbeitsplatz. So. Zwei Schweine. Boah, bei... Das sind richtig viele Felder, okay. Und so habe ich ja gerade mal die Hälfte und die ist auch nicht immer voll bestellt, weil Felder kosten ja nur Platz und deswegen habe ich für jede Sorte ein Feld angelegt. Damit ich mich da nicht immer drum kümmern muss. So, jetzt hätte ich gern noch eine Frau. Aber ich habe beide keinen guten Feldarbeitsskill. Ich bräuchte noch zwei Feldarbeiter. Das ist ein bisschen... Ich komme vielleicht auf euch zurück. Beide. Händler dahin. Man hier. Nom, nom, nom. So. Erstmal Stuff verkauft. Meine Güte, ist das neblig. Aber so ein Schwein ist ziemlich teuer, ne? Die kosten doch richtig was. Ein Ferkel. Produzieren die dann von Anfang an direkt Kacke? Der hat Felder bei 2. Das könnte man noch. Oh. Das findet er immer ganz toll, ne? Okay. Nehmen wir den noch mit.
Konrad. So, Konrad. Haus. Arbeitsplatz. So. Der ist versorgt. Ich hätte gerne Weizensamen. Und zwar theoretisch viele, aber anscheinend geht das nicht. Dann machen wir erstmal nur so viel wie für ein 16er Feld. Ne? Lege ich gerade? Wie kriegen wir nur Kühe? Da hat jemand eine Quest für uns. Durstig, Trinkschlauch, nö. Damit muss ich mir jetzt nochmal auseinandersetzen. Wir haben jetzt noch Platz für eine Frau, ne? Aber die Skills von denen da hinten waren nicht so prickelnd. Aber wir würden sie als Feldarbeiter einsetzen, aber die wären dann so unglücklich. Ach ja. Na komm, trink. Zwischen Annika und Freunde. Hier drüben, hier so die Ecke, ne? Das müsste dann da sein. Gucken wir nachher gleich mal vorbei. Das machen wir jetzt selber. Das ist mir zu heikel. Bevor die das gar nicht machen. Welches Feld ist denn das? Management? Das müsste Feld 1 sein, wo wir gerade davor stehen. Wir ernten das mal eben kurz ab. Die sind noch gar nicht reif, ne? Gehen noch bis Sommer. Dann machen wir hier noch ein 4x4 Feld hinten hin und dann mache ich da Weizen rein und lasse das von den anderen komplett unberührt. Das klappt nicht. Aber das so. Okay. Beutel da. Jetzt haben wir eine Kacke zu wenig. Die können wir zur Not noch am nächsten Tag besorgen. Das ist jetzt der vierte Teil davor. Habe ich das mal so, keine Ahnung, angetestet und habe ein Wohnhaus gebaut.
ehrlich zu sein. Also ein zusätzliches und hatte dann irgendwie zwei Dorfbewohner. Dann hatte ich einen dritten und dann war ich verwirrt, warum in die drei Plätze des Hauses nur zwei Dorfbewohner passen. Und ja. Dann habe ich mir gedacht, so, also eigentlich will ich das Spiel ja lieber streamen. Dann spoilere ich mich mal nicht so viel, weil es hat ja im Prinzip erstmal eine feste Story. Bis zu einem gewissen Punkt. Denke ich mal. Und dann das alles zweimal machen, dachte ich mir dann noch, nee. Deswegen mache ich es lieber nur einmal alles. So, ich bin jetzt halt schon sehr viel weiter als in meinem ersten Spielstand. Sehr, sehr, sehr viel weiter. So. Ne? Wenn ich hier für das Feld jetzt nichts einstelle und da selber was einsehe, müssten die das ja theoretisch aber eigentlich in Ruhe lassen, oder? Da haben wir unser Weizen. Ich habe ja auch vorher schon nichts zu dem Spiel angeguckt. Irgendwie dachte ich, ich hatte eine komplett andere Vorstellung, was dieses Spiel eigentlich macht. Und dann habe ich gelesen, was dieses Spiel eigentlich macht. Und dann habe ich es mir halt geholt. Also es wird dann automatisch als Weizen zugewiesen. Das wäre ja eine super praktisch. So, hier war ich noch nicht. Ups. Nicht mit der Faust. Ja, gucke ich gleich mal rein. Das Management. So, einen Weizensamen haben wir jetzt halt übrig. Das ist dann halt jetzt erstmal so. Der Tag ist noch jung. Wir könnten noch in das eine Dorf da hinten laufen. Und da und gucken, da sitzt ja noch eine Frau, die auf uns wartet mit paar 80 Zustimmung. Ne? Ist ja nicht so, als ob wir hier irgendwie ganz unbeliebt wären. Moment. Haben wir eigentlich genügend Essen noch? Ja. Mal was reinzimmern davon. Ich würde es gerne mal dahin rennen. Kurz überlegen. Brauchen wir noch irgendwas anderes gerade? Kann ich irgendwas noch mitnehmen? Wenn ich jetzt schon mal noch in ein Dorf laufe. Das will ich erstmal da eigentlich lassen. Langsam jetzt mal neue Sicheln hergestellt. Ja, die nehmen wir mit zum Verkaufen. Den Pelz können wir auch mitnehmen zum Verkaufen. Rest lassen wir mal so. Warte mal, wie viel Brennholz hatten die jetzt? Nicht, dass sie wieder anfangen, Rundhölzer zu verkloppen.
Ich mach mal einmal ganz kurz hier einen auf. Nein, E und dann F. Ach Gott. R, E, F. So. Das ist die Reihenfolge, die ich brauche in meinem Kopf. Haben wir erstmal die eine noch. Dann sind wir eigentlich voll. Gibt auch erstmal nichts, was ich noch irgendwie groß besetzen wollte. Holz läuft jetzt. Stein läuft mit einer Person sowieso schon recht gut. Da muss man gar nicht irgendwie groß intervenieren. Also dann einmal querfeld ein. Mal kurz in den Manager noch gucken für das Feld. Hier ist unser neues 4x4 Feld mit den 15 Weizen. Okay. Wichtig wäre halt gleich, dass ich noch den Kohl aufs Feld kriege. Werde ich gleich nochmal Kaka kaufen. Moment, Schweinestall muss ich wahrscheinlich... Ach echt jetzt? For real? Gemüse sammeln, Tiere melken, Schafe schälen, ernten, säen, pflügen. Planänderung. Wir haben eh nicht genügend Geld, ne? Ah. Nee. Erstmal einschleimen. For real? Okay. Gut. Das geht dann automatisch wohl. Nehmen wir mit. Können wir alles schön verkaufen. Wir brauchen Geld. Ich hätte auch selber noch mal Steinsicheln machen können, ne? Können wir auch den nächsten Tag noch machen. Jetzt erstmal die Priorität, den letzten Dorfbewohner an Land zu ziehen. Was ja keine Herausforderung ist, weil ist uns ja sowieso total verfallen, die Frau. Muss an meinem ungewaschenen Aussehen liegen. Ich renne hier jetzt schon 2 Jahre, das ist jetzt das 3. Jahr durch die Gegend und habe mich noch nicht einmal gewaschen. Weil ich, also ist, das Problem ist nicht, da bin ich echt diesen einen Schritt noch zurück zu meinem alten Spielstand. Ich habe mir noch keinen Waschbottich gebaut. Wow. Okay. Jagdpunkte. Kämpft ihr gerade miteinander? So. Nicht, dass das jetzt noch relevant wäre, aber... Ja, aber die Suppe an sich zu verkaufen, oder? Geht doch ganz gut. Damit habe ich vorhin richtig Asche gemacht. Ja, aber immer noch besser als ich irgendwie, keine Ahnung. Nur mit Taschen und sowas
Also mein Hauptgeschäft am Anfang waren ja erstmal die Steinsicheln. Die brauchen Material, das man halt auch einfach so rumliegen hat. Und die Bären gehen unterwegs immer ganz gut. Ich habe erst nicht dran glauben wollen, aber Chat hat mich eines Besseren belehrt. Die Sense ist der Bestseller. Ja, das ist ja im Prinzip die große Version der Sichel. Da habe ich mir das Rezept noch nicht gekauft. Ich bin immer so ein bisschen so knickrig, Rezepte zu kaufen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich muss jetzt mal langsam ein Pelz- und ein Lederrezept mir besorgen. Ach, Otterchen, das wird wieder. Spätestens morgen im Kreis fahren. Haben wir das wieder. Aber es kann auch eigentlich auch gar nicht mehr so viel fehlen, bis du mit Underground 2 durch bist, oder? So viel Story hat das Spiel doch gar nicht. Dirk, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Ja, aber ich habe schon eine geile Höhle gefunden zum Abbauen. Aber ich habe noch keinen Skillpunkt in Tragkraft, aber ich habe halt eine große Tasche geholt. Aber Eisen ist halt schon schwer. Da denke ich auch, dass das nicht mehr viel sein dürfte in Underground 2. Mal langsam hier voll mit Bären, ne? Aber glaube ich auch alles. Ja. Ist ja nicht mehr weit. Die da vorne lassen wir liegen. Wir sind überladen. Das hat keinen Zweck. Nase jucken. Ich glaube, von Mine bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Ich bin ja schon froh, dass ich die Grabhütte habe. Steine sammeln ist ja wirklich die Pest. Und selbst an so Steinvorkommen, die halt irgendwo auf dem Weg rumliegen, da kommt ja auch immer nur so ein bis drei Steinchen raus. Und dann ist das Vorkommen erschöpft und man denkt sich so, boah, also dafür, dass ich da fünfmal jetzt draufschlagen musste und dafür meine Spitzhacke verbrauche, die ja echt nicht günstig ist am Anfang. Da sammle ich lieber am Flussufer kurz mal die fünf Steine in derselben Zeit. Was hast du denn für Skills, Mädchen? Feldarbeit 1. Du warst doch gar nicht die, die uns so mag, ne? Was ist denn mit dir? Was kann ich denen helfen? Probleme lösen und weiter. Population. Ja klar, jagen geht immer. Hast du Waren? Nee, du hast keine Waren. Hast du Waren? Aber du hast eine Quest. Ein Bauhammer bringen. Bauhammer. Reicht da der aus Holz nicht, dass wir jetzt aus Versehen den aus Eisen abgeben? Sag einfach mal ja. Bring den beim nächsten Mal vorbei. Jetzt erstmal gerne. Da. Norbert. Oh, der hat drei Felder. Wir brauchen aber eine Frau. Sag mal deine Waren her. Du hast auch Dünger? Ich muss erstmal in das andere Dorf. So.
müssten auf jeden Fall mindestens 20 Dünger nochmal kaufen, damit wir den auf Halde haben. So 21 für das eine Weizen noch und dann für den Kohl brauchen wir auch nochmal. Wir müssen aber da drüben hin. Da war das Mädel. Lämmchen? Schwein kriegen wir davon jetzt auch noch nicht gekauft. Machen die Hühner jetzt eigentlich auch dann dumm? Weil das sind ja nur so, im Prinzip ist da ja nicht viel, was aus so einem Huhn rauskommt. Aber reicht das, um auch ein bisschen dumm zu sammeln? Oder hat da der Entwickler gesagt, der Dung lohnt nicht? Okay, gut. Dankeschön. Das war nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte, aber die ich mir wahrscheinlich schon gedacht habe. Federn, das ist gut. So ein kleiner Bogen-Heini. So. Und jede Menge Leute am Start. Du bist nicht diejenige, mit der wir schon das Vergnügen hatten. Hä? Die waren in dem anderen Dorf, ne? Hier hinten. Nee, das sind wir doch. Jetzt bin ich verwirrt. Ist die weg? Lol. Aber du hast Feldarbeit 3. Wie geht's dir denn? Minus 5? Der hat echt gute Werte. Noch ein Linksarbeiter, ein Holzfäller. Und schon will er nicht mehr mit uns reden. Lol. Wenn wir jetzt eh schon mal hier in der Nähe sind. Was ist denn das? Ah. Lieber ein bisschen Kacker kaufen. Hast du Kacker? Du hast gar keine Kacker. Hier irgendjemand Kacker zu verkaufen. Nö. Das ist ja ernüchternd. Wir könnten natürlich da hinten hinreisen. Auf dem Weg gucken, was die Schweine kosten. Bisschen jagen. Das wird halt eine sehr dunkle Angelegenheit, ne? Uns da hinten einschleimen und für unseren Verpächter Steuern da hinten eintreiben. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich glaube, die sind auch ein bisschen glücklicher, wenn man sie direkt irgendwo einteilt, wo sie sich ein bisschen schon besser auskennen. I guess. Deswegen gucke ich immer, dass sie schon direkt da Punkte drin haben. Mehr als ein. So, wir merken uns, die Feldarbeitsfrau fragen wir nicht mehr nach, wie es ihr geht. Diese Hütte ist sehr weit ab vom Schuss. Beine? Da hinten. So, was kostet ihr denn? 950. 1900.
Boah, das sind aber ganz schön große Brummer, du. Meine Herren. Aber erstmal ein Dings dafür bauen, ne? Also, guten Tausender für die Kleinen und ein 2000er für die Großen. Ja. Geht aber auch so, später muss eh kombinieren, weil die Frauen machen Babys und nichts Gutes. Wie nichts Gutes und sind dann im Mutterschaftsurlaub. Ja, da wurde ich auch schon drüber aufgeklärt. Mir war nur wichtig, dass man sie dann noch verteilen kann, also nichts mit mittelalterlichem Kündigungsschutz und sowas. Deswegen sollen die bis kurz vor Mutterschutz machen, was sie wollen, solange ich sie dann nachher umverteilen kann. Ist mir das alles Latte. Ich werde euch jetzt nicht jagen. Ich habe ja jetzt echt keinen Nerv für hier Pfeile durch die Gegend zu ballern. Ich möchte, dass ihr Hirsche zur Kenntnis nehmt, dass ich euch alle mit jeweils einem Schuss hätte können, wenn ich gewollt hätte. Merkt euch das. So. Hier gibt es auch Schweine. Kostet bestimmt das Gleiche. Seid ihr alle noch wach hier um die Zeit? Was haben wir hier denn questtechnisch? Der möchte aber gerade nicht reden. Du hast Feldarbeit 3. Du bist aber ein Kerl. Ich möchte auch schon wieder nicht mehr mit uns reden. Und ich muss den Kommentar erlauben. Der Automod. Ist er wieder böse? Möchtest du mit mir handeln? Um die Uhrzeit? Dünger! Ja, dann kaufen wir hier schon mal unsere 20 Dünger. 21 Dünger. Wiegt das 10 Kilo? Kein Problem. Wurde dir nicht angezeigt. I don't know. Hier schon. Was sind denn hier die Single Ladies? Keine Single Ladies, nur diesen einen Typen. Warte mal, von wem sollen wir hier nochmal die Steuer eintreiben? Wie heißt die Person? Irmina. Ist so anstrengend, sich anzugucken, wie die Leute heißen. Ah, Irmina. Du wirst bestimmt jetzt gerade nicht mit uns reden, wenn wir die Steuer von dir eintreiben wollen. Kann ich verstehen? Kann ich verstehen. Aber da ist sie. Ah, müssen wir jetzt die ganze Nacht warten darauf. Sehr bad. Womit können wir uns hier hinten in der Ecke die Zeit vertreiben? Da gibt's eigentlich nicht viel, ne? Ja, deswegen dachte ich mir so, ich laufe jetzt mal hier hin, aber wenn die auch nachts nicht mit mir reden möchte. Belastend. Richtig belastend. Okay, die haben auch mehrere Felder sich gemacht. Hier hat einer eine Quest für mich? Aber der will die mir nicht geben, ne? Nur Quests abgeben geht, wenn die schlafen. Wollen nicht die ganze Nacht hier warten. Ist ja richtig anstrengend.
musst du kurz hier klären. Nachtisch-Zuständigkeitsbereich. So. Ah, es ist dunkel und es gibt nichts zu tun. Hier hat es doch bestimmt eine Höhle in der Nähe, wo man Eisen abbauen könnte in der Zeit. Oder? Wir haben nämlich noch Platz im Inventar. Höhlen, 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 Höhlen. Irgendwo so in die Richtung ist es doch schön bergig. Ja, Dirk Nachtisch um die Uhrzeit. Papi hat morgen Urlaub, deswegen ist Kind noch wach. Da das Kind vorhin aufgegessen hat, sehr brav, wie sie es schon seit Wochen tut, hat sie sich auch einen Nachtisch verdient und den fordert sie jetzt erst ein. Höhle, Höhle, Höhle wäre ganz nett. Boah, ist das dunkel. Das macht es irgendwie nicht besser. Oh, jetzt doch ein paar Jagdpunkte. Es ist sehr dunkel. Es ist wirklich schon verdammt dunkel. Keine Pfeile. Ich habe auch noch welche. Da. Direkt hinter einem Baum. Vielleicht wie bei WoW, dass man die Höhleneingänge auf der Map sehen kann. Das wäre sehr praktisch. Sieht aber nicht so aus. Hi Dragil, na, wie geht's? Hat's hier hinten in der Ecke eine Höhle? Weiß das jemand? Wahrscheinlich nicht unbedingt in der Richtung, in der ich gerade gucke. Ja, ja, doch. Bisschen triggert von so manchem potenziellen Dorfbewohner, der sofort pisst ist, wenn man ihn fragt, wie es ihm geht. Aber sonst, alles supi. Es ist gerade dunkel. Wir sind am Arsch der Heide und deswegen versuche ich mir gerade hier die Zeit zu vertreiben. Ach ja. Die bei Branika habe ich vorhin auch schon gefunden, nachdem ich ja letztes Mal im Südosten questtechnisch da auch schon in eine Höhle reingestolpert bin, die dann aber tatsächlich leer war. Also bärentechnisch war die leer. Ist ja nichts los. Nicht mal tiertechnisch. Ah, ich kann am Lagerfeuer schlafen. Menü? Sondern einfach. Okay. Das ist ja praktisch. Moment. Dann gehe ich natürlich erstmal in diese City zurück. Ich will jetzt nicht da so weit davon weglaufen. Da gucken wir uns zwar anders mal um. Das ist mir jetzt auch zu weit weg. Wir haben ja zur Not noch auch Kohl auszusehen.
So, jetzt hätte ich gerne hier Stöcke. So, Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Geht's am einfachen auch? Ja, ne? Platz dafür hätte, wo es... Ach so, ich bin zu nah an einem Dorf. Ja, okay. So. Ah. Wunderbar, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich Top-Tipp. Ein richtiger Lifesaver hier. So. Hast du nicht zu haben? Nee. Da hinten ist auf jeden Fall die Frau, mit der wir was eintreiben sollen. Irmina, das ist doch die richtige, oder? Irmina und Rolnika. Muss ich mich erst mit denen anfreunden, damit die mir die Steuern zahlen oder was? Ich kann bei der Zuneigung gewinnen? Das ist seine Tochter oder was? Ich bin so verwirrt. Was hätte der denn für eine Quest? Ein schrecklicher Sturm. Ressourcen sammeln. Nee, ich will keine Häuser. Ich will keine Bäume fällen. Ah, mit Rechtsklick kann ich Felder abreißen. Ich hab's nur mit links versucht. Questtrecken habe ich schon gesehen, ja. Wir brauchen Brennholz, solange ich wach bin. Aufgaben für die erledigen. Aber sie wollte mir jetzt keine Aufgabe geben. Aber ich muss wahrscheinlich fürs Dorf insgesamt wahrscheinlich dann Aufgaben erledigen, ne? Boah. Wo sind die Single Person hier hin, die hier lebt? Das war, glaube ich, eh ein Kerl, ne? Hm. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, dass da halt steht, warte auf Ereignisse. Und dann hoch. Ich wollte eigentlich F drücken und nicht T. So. Dann laufen wir halt schon mal zurück. Weg einmal nach Wölfen Ausschau halten. Haben wir nämlich noch eine Quest offen. Oder waren noch Wölfe? Hat nur was von Überpopulation. Ach, Hase, Hirsch. Ja, wenn das so ist. Yeah.
Ich kann auch Hasen jagen. So ist nicht. Oh, Otterchen. Du meinst mit deinen Network-Errors. Du hast das bald häufiger als ich. Bin ich überhaupt richtig? Nee. Nicht wirklich, aber gut. Wir könnten auch das Dorf angucken, aber... Da hat es auf jeden Fall das Mädel mit Farming 3. Was ich eigentlich jetzt nicht entgehen lassen wollte. Man darf sie halt nur nicht fragen, wie es ihr geht. Hier ist mal ein anderer Fehler. Das kenne ich aber. Das habe ich immer im Blizzard Launcher, beziehungsweise in WoW. Jedes Mal, wenn ich da die Verbindung verliere, ist es ein anderer Fehler. Also ein anderer Fehlercode. Aber die meinen eigentlich alles Gleiche. Heißt eigentlich, übersetzt immer sowas wie unerwarteter Disconnect. Da denke ich mir auch immer jedes Mal danke dafür. Wir brauchen mehr Geld, aber eigentlich brauchen wir auch mehr Zeit. Der Frühling ist fast rum, wir müssen noch Kohle in die Erde bringen. Ja. Andersrum, jedes Mal ein anderer Fehler bei gleichbleibendem Fehlercode? Das wäre witzig. In gewisser Weise. Lol. So, das soll es erstmal sein. Mit den Bären. Hier ist noch ein einsamer Bärenbusch. Halt, stopp. Ups, das war daneben. Manchmal, wenn ich so festhalte die Maus und beim Loslassen verziehe ich manchmal so. Ich habe das Gefühl, das ist genau das Problem, warum viele mit Gewichten in der Maus spielen. Das ist nicht dein Ernst. Hm? Da. Die müssen wir nicht jagen. Den Finger heben, nicht die ganze Hand. Ja. Hey, no. Vor allem manchmal lasse ich einfach beide Tasten los. Warum auch immer. Und dann denkt das Spiel, ich hätte rechts zuerst losgelassen, dann schießt er nicht. Das ist dann immer sehr belastend. Kann der Hase bitte stehen bleiben? Ja, renn in die zwei Bisons rein, die ich jetzt gerade nicht brauche. Oh. Weggesniped. Jawohl. Den habe ich übrigens ehrlich selber nicht erwartet, den Treffer. Man kann kein Stroh, Bären und Stöcke mehr verkaufen? No. Also Stroh habe ich eh nicht verkauft, aber Stöcke und Bären? Please? Ich möchte bitte hier lang.
ohne das Bison zu verärgern. Da gehen ja für manche Leute die Haupteinnahmequellen flöten. Baum. Hm? Hi. Du bist aber eine hübsche. So, ganz allein im Wald. Single Lady mitten im Wald. Aber die gehört in das Dorf, ne? Hm. So, aber du hast Farming 3. Hast du Zeit? Wetter? Wetter mag sie. Das war so klar. Nun gut, dann gehen wir halt eben selber anbauen. Ich nehme auch einfach irgendeine x-beliebige Frau. Man kann es ja nicht einfach allen recht machen. Sie wird den Job ja eh nicht ewig tun. An dem Fluss mal was trinken können. Zwei Single Menschen. Auch fällt dabei drei, aber. Nee. Lady? Ganz gute Werte. Aber nicht für Feldarbeit. Wetter ist okay. Das geht so. Das war schon wieder bei ihr. Dass sie aber auch alle solche Ansprüche haben. Meine Güte. Guck mal, als nächstes hier vorbei. In unsere Quest. Noch drei. Hölzerner Hammer war jetzt nochmal wo? War das hier? Ich meine, das wäre hier der Ort gewesen, ne? Tut mir ja leid um die Gegend hier, aber ich nehme das schon mal mit. So. Mal einen da draus. War denn der, der den Hammer haben wollte? Ronald, der wohnt hier. Gebe ich Brief und Siegel drauf. Ja, aber wenn sie auch auf der Map schon nicht angezeigt wird, dann weiß ich nicht. Ah, doch, dann wird er mir trotzdem angezeigt. Okay, er ist da drinne.
So. Ressourcenlager 2. Mal klein machen. Das Watt? Nicht viel. Lass ich das jetzt erstmal fallen. Noch zu tun auf dem Feld. Schnell zurück. Habe ich ihn jetzt? Finally. Ah, doch, kann man in der Schneiderei herstellen? Eine Map finden. Bei dem Trinkschlauch hat man einfach von Anfang an das Rezept schon freigeschaltet, weil ich habe das jetzt nicht beim mehrmals drüber gucken gefunden. Also nicht in der Schneiderei, sondern das, den Rezeptkauf. Aber ich habe nicht in der Schneiderei geguckt, explizit, ob ich es schon direkt herstellen kann. Weil immer sehr viel zu tun. Ich vergesse ständig da vorbeizuschauen. Okay, dann schaue ich gleich mal vorbei. Ein Tier müssen wir noch erlegen. Ja, es darf ja auch ein Reh sein. So, damit ist diese Quest erledigt. Die geben wir ab. Jaromir. Und das ist. Wieso wird mir denn auf der Karte gar nichts mehr angezeigt? Habe ich die Filter durchgeschaltet oder was? Müsste er mir nicht eigentlich alles anzeigen? Ah, bei Main. Ah, ich habe die Filter ausgemacht. Ach, es wäre da hinten gewesen. Naja, da kommen wir noch mal hin. Da steht das Reh einfach im Weg. Wo bin ich denn? Oh je, gleich mal was trinken und essen. Schau, was zu essen reinballern hier. Jetzt hat sie zwei Mädels. Beide keinen besonders guten Skill haben, aber das ist immer egal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Hier, die ist auch leicht zufriedenzustellen. Her damit.
So. Was sind denn deine Skills? Crafting ist dein Skill. Das tut mir sehr leid, aber du bist jetzt einfach halt mal Landwirtin dann. Schon mal vorsorglich Schleim. Gut, dann reden wir halt nicht über das Wetter. So, dann kaufen wir noch ein bisschen Dünger, dass der letzte Feldarbeiter versorgt ist. Du hast keinen Dünger. Das behalten wir noch. Irgendwas, was wir dir. Ja, hier die Beeren können wir dir andrehen. Auch kein Dünger. Ihr habt alle keinen Dünger. Ab zum See. So. Auf jeden Fall jetzt richtig viel Holz haben. Richtig, richtig, richtig viel. Wir haben nichts gebaut und haben vier Holzhütten oder fünf? Ich glaube vier. Das müsste auch bald nachwachsen. Oh, noch einen Haufen Bärenbüsche. So, was sagt denn hier unser Lager? Sechs Steinsicheln. Ach ja. Die wiegen auch jeweils 1 Kilo. Die können wir auch schön zum Verkaufen nehmen. Lege gerade. Das kommt rein. Nicht genug Platz am Zielort. Ja, wenn das so ist. Ups, das wollte ich nicht. Dann müssen wir, glaube ich, selber hier mal ein bisschen. Wir haben wenig Stöcke. Die Sicheln machen wir ja nicht hier. Ich habe auch kein Crafting Table ist, ne? Wenigstens so ein. Ja, ich hätte die Werkstatt neben das Ressourcenlager bauen sollen. Das war. Ja, aber wir haben auch Ressourcenlager 2 freigeschaltet und ich glaube, das werde ich dann in die Nähe der Werkstatt bauen. Das ist jetzt nicht das Problem, vor allem nicht mit der Menge an Holz, die wir haben. Kümmere ich mich erstmal um den Kohl gleich. Oder neben der Mine? Ja. Gibt es nicht sogar ein Ressourcenlager 3 irgendwann? So, davon hätte ich gerne. Kann ich nur eine machen? So, Stein weg. Mir mal die Kohlsamen rüber. Beutel hier. So, ich brauche mal Dung. Den Weizen. So, ist das Feld vollständig. Ah, 10.000 Punkten. Ich Zäune bauen, grinden. Oh, ja, spannend. Das klingt wirklich spannend. Welches ist das Kohlfeld?
Das ist Zwiebel. Sweet. Kriege ich jetzt raus, welches das Kohlfeld ist? Brauche ich dafür ein Rundholz, 10 Stöcke. Nehmen wir mal hier, wenn dann. Das Kohlfeld. Müsste Feld Nummer 9 sein. Das müsste das hier sein. Das ist die 10. Das ist die 8. Brocken und Kohl tauschen. Das ist ein 25er oder was? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nee. Wo ist das 5x5 Feld? Bist du 1? Moment. 1, 2, 3, 4. 4. Nee, das ist nur 4 hoch. Das sieht schwer nach einem 5x5 Feld aus, oder? Das hier könnte das Kohlfeld sein. Managementfenster auf der Map grob. Kann ich da zoomen? Tiles, Tab. Was könnte das sein? Nacht, Otterchen. Ja, ich hab doch den pädagogischen Auftrag, Dirk. Ich muss doch hier euch was beibringen. Ich bin doof. Ich habe zu wenig Dünger gekauft. Aber es ist das richtige Feld. So, jetzt. To be honest. Jetzt bitte, danke. Hm. 10 Stöcke dafür. Stöcke finden. Das ist jetzt erstmal hier. Da hat's noch. So, wenn das Lager voll ist, dann ist vielleicht. Genau, hier ein Rundholz. Ja, das werde ich auch gleich machen. Ein sehr guter Tipp, Dragiel. Dankeschön.
Oh, der Kohl. Wo haben wir ihn? Da. Ich werfe gleich die Steine, glaube ich, auf den Boden, weil davon haben wir eh viel zu viele. Beziehungsweise vielleicht stelle ich eine Holzfällerhütte auf Stöcke um. Wir haben gerade sehr viele Rundhölzer. Wenn wir mehr Stöcke haben, dann werden die Steine auch verbraucht. So. Das war, was wir an Kohl rausbringen können momentan. Ja, das mit dem Feuerholz, das da gucke ich schon da. Wir haben ja so viel Rundholz. Aber wir haben im Moment auf jeden Fall mir geschmacklich zu wenig Stöcke. Deswegen nehmen wir mal uns einen von den Holzschuppen. Sowieso der neueste, der noch nicht richtig eingestellt ist. Tun wir mal den hochdrehen. Das war das Falsche. Okay. Was kann ich mal im Grabungsschuppen im Moment? Ah, wer arbeitet denn da gerade? Gertruda. Kann die noch irgendwas anderes? Aktuell haben ziemlich viele Steine. Ach, nichts, wo ich so groß brauchen könnte. Einmal kurz gucken. Wie viel Feuerholz haben wir denn im Moment? Nicht viel. Genau zu sein, nixe. Wir nehmen mal das da und wir nehmen mal... Oh Gott. Oh. Danke für den Follow, Mac Gibson. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum Ressourcenlager 3. Gute Nacht. Okay, ja, dann wechseln wir auf Kalkstein. Haben wir vielleicht mal hier so noch 20% Stein und den Rest erstmal Kalkstein. Was haben wir denn hier Schönes? Achso, das ist wegen Ressourcenlager. So, einmal Brennholz machen. So. Also. Wir müssen jetzt dann bald Stöcke kriegen. Die Steine werfe ich gleich raus. Dann, der Kohl ist ausgesät. Der Weizen ist ausgesät. Ja, das ist unser Frühjahr, ne? Schweine für Dung wäre halt jetzt echt wichtig. Bräuchten wir aber direkt hier 4000 Tacken. Wenn das mit den Stöcken läuft... Ui, noch ein Follow. Oh, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen. I am Zugdix.
Dankeschön dir für den Follow. Zu so später Stunde noch. Willkommen im Stream damit auch. Vielleicht selber halt in die Sensenproduktion gehen. Wobei, wir haben doch jetzt Money in the Bag. Rezepte kaufen wäre doch vielleicht mal angebracht. Ne? Wir nehmen uns mal hier. Also das kommt auf jeden Fall schon mal da rein. So. Den Stein lassen wir mal kurz fallen. An Ort und Stelle. Nee, alles. So. Der kann da ruhig liegen bleiben. Jetzt gucke ich mal gerade, was ich so out of the box herstellen kann. Ist das noch Mondlicht oder wird es schon... Egal. Ah nee, warte mal, es ist ja... Jahreszeitwechsel, da gehen die mir sonst gleich auf den Keks mit Dynastie, Ruf, Verlust, bla. Ne? Oh, du bist ja noch wach, Schatz. Ja gut. So. Oh, was haben wir denn da? Eine ganze Reihe von Inspirationen. Du möchtest deine Arbeiter ermutigen, härter zu arbeiten. Nee. Nee. Das Lager ist eh voll. Was sollen wir die denn unnötig quälen? Ne? Baby. Was ist das denn eine Herausforderung? Das kenne ich nicht. Besondere Aufgaben, die der König selbst in Auftrag gegeben hat. Diese Quests können vom Herold vergeben werden, der in oder in der Nähe von Tavernen in Gostovia oder Hornica zu finden ist. Ein spezielles Kompass-Symbol zeigt eine genaue Position. Die Erfüllung der Wünsche des Königs führt zu seiner Steigerung der Dynastie-Reputation und verbessert auch deinen Ruf beim König. Okay, wir kriegen praktisch eine neue Rufwährung. Ein Jahr Zeit, die Aufgabe abzuschließen. Okay. Die Nichtaufnahme der Herausforderung erhöht in verschiedenen Situationen auch die Wahrscheinlichkeit des Todes des Königs. Oh, okay, die ist jetzt gescheitert, aber manche halten über den Jahreswechsel hinweg sogar und manche nicht. Das ist jetzt schade, weil die Quest hatten wir eigentlich fertig. Aber wir haben ein Baby, ein sehr verschwommenes Baby. Wie wär's mit noch einem? Schade. Wie geht's dir denn? Ich habe ganz hart gearbeitet. Okay, irgendwie haben die Frauen es nicht so mit dem Wetter. Na gut. So. Wer ist denn jetzt hier alles noch am Arbeiten und wer nicht? So, Arbeitsplätze. Wir haben hier 3 von 3. Also irgendjemand ist gerade in Elternurlaub gegangen. Also einmal unsere Frau natürlich. Aber sonst war alles vergeben. Wo ist denn hier der 3 von 3er da? Erika müsste also... Ist jetzt Mutter. Wenn sie jetzt Mutter ist, müsste ihr Job doch jetzt frei sein.
Ja, Dirk, plopp und es war da. Wenn sie als Mutter eingetragen wird, fehlt jetzt doch eigentlich irgendwo jemand, oder? Hä? Da ist keine Erika. Da ist Erika. Da fehlt uns jetzt einfach nur ein Landwirt. Ja gut, das ist jetzt verkraftbar. Der ist fertig, ne? Die Sache ist jetzt... Kümmere ich mich jetzt erstmal um die dicke Suppe, oder? Um was kümmere ich mich jetzt? Ganz grundsätzlich. Würde ich jetzt mal gucken. Crafting. Bauen. Da, Ressourcen. Bin ich falsch. Speicher ist richtig. Ressourcenlager 2, 10 Rundhölzer. Weg 62 obendrauf. Boah. Was haben wir denn noch dabei, das so schwer ist? Wir haben doch sonst gar nichts. Ja doch, die Steinsichel noch. Ressourcenlager 2 kommt hinten bei die Werkstatt. Bark. Sag mal, wie viel Tierfutter habt ihr noch? Ihr braucht das irgendwie gar nicht. Kann das sein? Irgendwie brauchen die das nicht. Die Karotten sind fertig. Ich muss gleich mal da Felder umdisponieren. So, hier hätte ich gerne eine Straße durch. Und dann Ressourcenlager hier hinter das Haus. So hin. Wäre das okay? Ja, das passt. Versperrt den schön die Sicht auf den See. Nee, falsche Dings. So, wir brauchen jede Menge Rundholz. Erst im nächsten Patch ist das Rezept auch anders. Okay. Tierfutter ist also im Moment eigentlich noch nutzlos? Oder... Ist das jetzt nur für Hühner erst noch unwichtig? Für alle aktuell nutzlos, das heißt, ich hätte es gar nicht kaufen müssen. Wow, okay. Gut. Die ernten alle schön. Alle drei, die noch arbeiten. So, wie sieht's denn aus? Gar kein Stroh mehr. Ich brauche richtig viel Holz. Ich freue es echt, dass ich die Hütte da hinten hingebaut habe. Dümmste Idee, das so weit weg von der Werkstatt zu bauen.
Kann ja auch mal gucken, was oben in den Holzlagern so drin liegt. Da müsste ja auch schon was drin liegen, weil war ja alles voll, ne? So.